Du kannst Pilze züchten im Lazarett. Mhm. Plänes Korn. Rätselhaftes Stück Metall. Zerbeulter Helm. Ja. Eisenspeerhandschuhe. Die Sachen will ich eigentlich alle behalten. Rotmooswickel. Ich habe echt das Gefühl, dass Zutaten wirklich beim Turm landen. Ja, ich habe viel zu viele Gebrauchsgegenstände. Ich glaube, ich sollte wirklich langsam mal was davon benutzen. Ich habe zum Beispiel auch jede Menge Getreide. Und Geisterhauchhandschuhe, die mir nicht wirklich was bringen. So, auf zu meiner Schmiede. Sollte ich als nächstes dann wirklich dann das Lazarett errichten im nächsten Turm. Hast du einen Gegenstand für mich geschmiedet? Ja. Also wir haben einmal den Panzer des Kommandanten. Ein Artefakt und einen Haufen Bronze. So, ich möchte, dass du was für mich schmiedest. Stiefel des Nachtschreiters. Dafür bräuchte ich halt den Hundehautmantel. Wo auch immer ich den herkriege. Wahrscheinlich irgendwo im Lager des Scharlachroten Chors. Handschuhe des Alchemisten. Bräuchte ich 10 Leder für. 10 Tierhäute. Leben beherrschen. Das wäre ein ziemlich cooles Artefakt für Landry. Den Wächter. Das ist eine Zweihand- oder Einhand? Zweihandwaffe. Zweimal geschmiedetes Bronzehemd. Schwere Beinschienen. Einfachheit. Ja, ich bräuchte eigentlich ein neues Zepter für Serin. Sogar plus 5 auf alle Magie-Skills. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kostet nur 15 Bronzeringe und ist nachher 62 Bronzeringe wert. Oder ich könnte Herzblut schmieden. Ich glaube, ich schmiede Herzblut für Lyra. So, da sind beide beschäftigt. Und ich kann wieder zum Halbtor zurück. Tja, die Kakophonie kann ich nicht betreten. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann angreifen müssen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich irgendwann noch die Gelegenheit in diesem Playthrough kriege, in die brennende Bibliothek zurückzukehren und dort das Edikt zu brechen. Endlich muss ich mir halt was einfallen lassen. So, du hast nichts mehr zum Verkaufen, du hast aber Wasser. Wenigstens sehe ich, wo hier Gegner sind. Und wer sich hier noch rumtreibt. Der Rancor. Haus eines Siedlers. Hordenmitglied und noch ein Hordenmitglied. Also eigentlich. Send them at me in waves. Tötet den Schicksalsbinder eigentlich nur Futter. Count on it. Ihr beide tötet den da, gut. Ihr beide tötet den da. You got it.
Kriegt Lyra den? Just point me in the right direction. Halt! Smash to pieces! Dann töten wir ihn halt so. So, hier oben ist Rancor, der ist schon mal böse auf uns. Rancor und Blutkantoren und ein Hordenmitglied und sehr viele aufgebrachte Siedler. Eine Wüterin, also Rancor ist auch ein Wüter. Horden mit zwei Blutkantoren und ein paar Hordenmitglieder. Das ist nicht so wirklich viel. Einzig und allein die Blutkantoren könnten uns Probleme machen. Hast du dich jetzt gebufft? Ja, du hast dich gebufft. Du hast dich gebufft. Gut. Dann bufft noch eure Waffen. You got it. Come at me, brave meat. So, dann haben wir mal ordentlich drauf. Beric, so. Lyra, kümmere dich mal um den Blutkantor. Und du ebenso. Gut. Du haust die mal. Oh, die mal vor dir ordentlich. So. Jetzt muss erstmal der Blutkantor da weg. Den kannst du ruhig mal richtig vermöbeln. So. Beric, schwäch mal. Alles vor dir. Lyra. Ja, schieß mal auch weiter auf das Hordenmitglied. Währenddessen. Oh. Krieg ich sie noch? Ja. Gerade so gerettet. Warum stehst du nur dumm? Ach so, ich habe noch die KI ausgeschalten. Das dürfte es erklären. Okay, das macht nichts, dass sie gerade getötet wurde. Wir profitieren ja eigentlich davon, dass sie Wunden kriegt. So. I got it. Wir profitieren aber nicht davon, wenn Beric Wunden kriegt. Okay, ich habe gerade gesehen, wie mein Speer an ihm abgeprallt ist und hinter ihm geflogen ist. Das sah lustig aus. Ich habe echt immer noch ein Problem damit, dass Lyra so weit hinterherhängt. Und ich glaube, ich gebe Beric sein Schwert dann irgendwann wieder. This weapon is useless. Take me if you can.
Na, der hat den Herzsucher nicht genommen. Na, die Wüterin ist jetzt aber echt zäh. This weapon is useless. You'll have to hit harder than that. Gut. Edikt des Steins, geschwächte Geister. Zwei Wunden und sie hat nur eine Wunde. Okay. Blutkantorleder und ein paar andere Sachen. Was haben wir hier? Dieser Themenmensch ist gefesselt und kann sich nicht bewegen. Untersuchen. Ja. Dieser Themenmensch ist gefesselt und ist nicht imstande, sich zu bewegen. Und ich kann ihn nicht freilassen? Nee. So, damit haben wir eigentlich das Schlimmste hinter uns. Oh, ein Bronzekatar. Ein weiteres Zuhause, das von dem Erdbeben im Halbturm dem Oberboden gleich gemacht wurde. Der Großteil der Gebäude hatte gegen die Stärke der Beben keine Chance. Ja, da oben sind drei Horde-Mitglieder. Also eigentlich wirklich nur Futter für die Schwerter. Jo. Und mir ist gerade aufgefallen, die hat immer noch hier Level Up. Mehr Angriffskraft für sie. Und hier wieder ein Punkt in Titanin. Dauer auf deinen Gesundheits- und sämtlicher erlittener Schockschaden. Oder Frostschaden. Er leistet mehr Schaden, aber mehr Ausdauer- und Nahkampfschaden. Nö, nicht so wirklich. Beute packen. Nee, wir erhöhen ihre Gesundheit. So. Noch mehr Zeug. Hier Haus eines Siedlers. Oh, ein Hundi. Hm? Mal gucken, was wir hier im Haus eines Siedlers finden. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir Kerns Angriff überlebt haben. Wenn es auch nur, wenn es nur auch unserer Stadt besser gehen würde. Eine Schriftrolle und Eisen. Noch ein Siedler. Ein Schicksalsbinder. Bis zweifellos die Gerechtigkeit des Oberherrn. So, Linkskralle können wir gerade nicht befreien. Der liegt einfach da rum. Da ist noch ein Haus eines Siedlers, was wir betreten könnten. Sandalen eines Adligen. Hm.
Gorvik.